Und damit, Leute, guten Morgen und willkommen zu einer neuen Folge Roblox. Und ich weiß nicht, Leute, aber irgendwie geht's im Bauch rum. Ich glaube, ich muss auf Toilette. Okay, wartet kurz. Lasst mich kurz aufstehen, Leute. Ich glaube, ich bin krank. Puh. Okay, mein Magen krummelt, Leute. Hört ihr das? Ich glaube, wir sollten lieber auf Toilette kacken gehen. Denn wenn man krank ist, Leute, hat man mir gesagt, muss man alles aus dem Körper rauskacken. Deswegen, Leute, einmal die Tür auf und einmal schnell aufs Klo. Oh, das ist das Schlafzimmer von meinem Vater. Guten Morgen, Vater. Ja, warum ich schon wach bin? Ich glaube, ich bin krank, Vater. Und deswegen, Vater, ich gehe kurz aufs Klo. Bis gleich. Leute, ich muss aufs Klo kacken. Leute, guck mal, das Toilettenwasser ist einfach braun geworden, weil ich da so weit reingekackt habe. Ey, frag mich nicht, was das für ein Spiel heute ist, Leute. Aber es geht auf jeden Fall ums Kacken. So viel kann ich euch sagen und... Warum stinkt... Vater, tut mir leid, ich war auf Klo. Tut mir leid, ich mach die Tür zu. Oh Mann. Okay, das stinkt ein bisschen. Ich glaube, wir spülen lieber, Leute. Wartet. So, und einmal Spüli machen. Jetzt ist wieder schön sauber. Okay, Leute, jetzt habe ich mich ausgekackt. Aber ich glaube, Leute, das ist gut. Weil wenn wir krank sind, dann müssen wir nicht zur Schule gehen. Das heißt, wir gehen kurz zurück zu unserem Vater und sagen, dass wir krank sind. Dad, ich bin krank. Ich will nicht in die Schule. Er glaubt mir nicht, Leute. Wie? Ich bin wirklich krank. Wir sagen ihm einfach, er soll das Kackmeter benutzen. Das ist so ähnlich wie das Thermometer, wenn man Fieber hat, Leute. Nur quasi andersrum. Frag mich nicht. Also das heißt hier im Spiel Pupmeter. Okay. Vater, nimm jetzt das Kackameter und schau, ob ich krank bin. Oh. Okay, Leute, er guckt jetzt, ob ich krank bin. Junge, was ist das? Hä? Wir haben nur 0,4 Kackhaufen, Leute. Ich glaube, das reicht nicht. Ich will aber nicht in die Schule. Er sagt, das ist nicht genug Kacke. Du solltest jetzt in die Schule gehen. Ey, Leute. Der sagt, ich habe nicht genug gekackt. Wir müssen trotzdem in die Schule gehen. Oh Mann, Leute. Ich glaube, wir müssen nochmal kacken gehen. Vater glaubt uns doch nicht. Aber davor, Leute, müssen wir einen Plan schmieden. Schaut mal ganz kurz. Ich habe meine Bücher noch nicht gepackt für morgen. Guck mal, da ist mein Mathebuch. Das habe ich vorhin benutzt, um noch schnell die Hausaufgaben zu machen für heute. Aber ich sag ehrlich, ich habe vergessen, dass wir eine Mathearbeit schreiben. Deswegen, wir müssen jetzt einen Plan aushacken. Das will ich in die Schule gehen. Deswegen, Leute, wir gehen jetzt nochmal ins Bad und kacken alles schön voll. So, komm schon. Kacker Nummer 2. Und... Junge, was spiele ich hier? Was ist das? Okay, das Klo ist wieder voller Kacke, Leute. Warte. Was steht da? Meine nächste Aufgabe lautet... Eat the poop. Also übersetzt, ess die Kacke. Bro. In was für einem Roblox-Spiel bin ich hier gelandet? Du willst mir doch jetzt nicht ernsthaft sagen, dass ich... Da steht wirklich, drücke E, um die Kacke zu... Bro, nein. Aber jetzt ganz kurz, bevor wir weiter alles vollkacken, Leute. Checkt unbedingt den ersten Link in der Videobeschreibung ab, denn ihr könnt jetzt mein eigenes Roblox-Buch vorbestellen. Dabei handelt es sich um einen Gefängnisausbruch. Das Ganze ähnelt dem Barry-Gefängnis. Deswegen, Leute, ihr könnt das Ganze jetzt vorbestellen über den ersten Link in der Beschreibung. Gibt es auch bald überall, wo es Bücher gibt. Deswegen checkt das Ganze unbedingt ab. Und jetzt würde ich sagen, weiter mit dem Video. Ich werde auf keinen Fall E drücken. Oh nein, was habe ich getan? Nein, das macht er jetzt nicht wirklich. Das macht er jetzt nicht wirklich, Leute. Okay, here we go. Nein. Tu's nicht. Tu das nicht. Ah! Was haben wir getan? Leute. Wir haben gerade wirklich das ganze... Das Klo ist leer, Leute. Es war vorher voll. Vor allem mit brauner Scheiße. Und wir haben es aufgegessen. Was habe ich getan? Aber okay, Leute. Jetzt können wir wenigstens zum Vater gehen und sagen, dass wir wirklich krank sind. Weil ich wette, jetzt haben wir genug Kackhaufen geschissen, dass wir nicht in die Schule gehen müssen. So, Vater. Guck doch mal, ob ich krank bin, okay? Ich habe jetzt genug gekackt. Schau jetzt. Okay, er guckt jetzt, Leute. Haben wir genug Kacker?
genug Kaka gemacht? Was sagt das Kakameter? Wir haben nur 1,2 Kackhaufen. Reicht das? Er sagt, das ist nicht genug. Wir sollen zur Schule gehen. Nein! Hä, wie kann das nicht genug sein, Leute? Das gibt's nicht. Wir müssen noch mehr Kaka essen. Okay, Leute. Unsere nächste Aufgabe lautet, wir sollen einen Hammer in der Garage suchen. Okay. Die Frage ist, wo ist die Garage? Hier draußen? Nee. Aber wir können das Fenster zumachen. Hier ist kalt. Ich mach kurz die Fenster zu. So. Hier ist nämlich kalt drin. So, es zieht. Fenster zu. Okay. Leute, wir gucken jetzt schnell in der Garage nach. Wo ist die Garage? Nee, hier ist keine Garage. Ich will mir rausgehen, Leute. Oh, guck mal, wir können rausgehen, Leute. Okay, wir gehen jetzt in die Garage rein, Leute. Okay, die Frage ist, Leute, warte mal, hier ist Feuerwerk drin, aber wo ist der Hammer? Ist der hier drin im Elektrizitätskasten? Ich glaube nicht. Hier ist ein Lichtschalter für das Licht. Ah, schaut, wir können das Licht an- und ausschalten. Hä, wie cool! Okay, ich höre auf. Aber seht hier, ich glaube, wir haben das gefunden, nachdem ich suche. Und zwar einen Hammer. Ha, okay, das ist ein bisschen groß. Und da steht, wir sollen die Toilette kaputt machen. Warum soll ich die Toilette damit kaputt machen? Aber okay, nee, das ist das falsche Zimmer. Warte, wir müssen hier hin. Dann würde ich sagen, Leute, machen wir jetzt die Toilette kaputt. In 3, 2, 1 und BAM! Oh nein. Hier ist alles voll mit Kackhaufen, Bro! Was hab ich getan, Leute? Oh, er fragt schon wieder, warum es hier so stinkt. Ich weiß nicht, Vater. Ich kann's dir... Oh, vielleicht erklären. Warte, ich komm schon. Ich bin krank und ich habe ziemlich viel gekackt. Deswegen, ich will jetzt nicht in die Schule gehen. Was sagt der, Leute? Er sagt, er wird mich jetzt ein letztes Mal testen. Okay, schau, Vater. Hab ich genug gekackt? 2,6. Reicht das, Leute? Wie, das ist immer noch nicht genug. Junge, wie viel Kackhaufen soll ich noch setzen? Mann, Leute, wir brauchen mehr Kacke. Was steht da? Wir sollen... Was? Wir sollen auf unsere Bücher kacken? Was? Leute, dieses Spiel ist verrückt. Okay, wir sollen auf unsere Schulbücher kacken. Okay, Leute. Ich mach die Tür zu, dass das ja keiner sieht. Das kann ich jetzt nicht wirklich machen, aber ich weiß, das Mathebuch hat mich sowieso verflucht. Ich schreibe nur 6, von daher, ich werde es dir zurückzahlen, Mathe. Das ist für dich. Igitt. Ich hab's einfach voll gekannt. Jetzt ist es braun. Okay, das Deutschbuch auch. An der Stelle, Leute, müsst ihr mal in die Kommentare reinschreiben. Mathe ist rot oder blau? Und Deutsch ist blau oder rot? Also, meiner Meinung nach ist Mathe rot und Deutsch blau. Schreibt in die Kommentare, was richtig ist. Aber egal, wir kacken es jetzt trotzdem voll. So, einmal drauf. Bruder, was mache ich hier? Was mache ich hier, Leute? Aber okay. Die letzten Mathebücher sind, glaube ich, hier. Nee, das ist ein Deutschbuch. Das wird auch noch voll geschissen. Digga, Bro, das ist respektlos. Das ist respektlos. Digga, was mache ich hier, Leute? Okay, hier ist noch ein Buch. Was ist das? Braun. Das ist, glaube ich, so Werkunterricht oder so. Wird auch voll geschissen. Okay, 5 von 6 Bücher. Wo ist das letzte Buch, Leute? Ist das vielleicht in der Garage? Hm, wo bist du? Liegst du vielleicht hier draußen, ne? Hat mein Nachbar vielleicht mein Schulbuch geklaut? Hä, Herr Nachbar? Hast du mein Buch geklaut? Ah, ich glaube nicht, Leute. Wo ist mein Buch, Leute? Wir suchen es. Habe ich es vielleicht im Brunnen versenkt? Hallo? Mathebuch, bist du hier drin? Nein. Habe ich es vielleicht im Wald vergessen, Leute? Als ich gestern zufälligerweise Picknick gemacht habe? Ich glaube nicht. Hä, wo ist mein Buch, Leute? Ich weiß es nicht. Habe ich es vielleicht irgendwo im Garten vergessen? Hallo, Mathebuch! Wo bist du? Bist du hier vielleicht? Nee. Was ist das? Hier ist ein Pool, aber der ist leer. Hm. Leute, vielleicht habe ich es angezündet. Ich weiß nicht. Gar nichts, Vater. Du hast das nie gesehen. Oh Mann, Leute. Der wird sich auch fragen, was mache ich hier im Garten draußen? Okay, wir springen schnell übers Fenster rein. Ah nein, es geht nicht. Es ist abgeschlossen. Kaka. Okay, wartet. Wo ist das letzte Buch, Leute? Bin ich blind? Hä? Warte mal. Was ist das hier? Hier ist ein Telefon. Hä? Ist es vielleicht... Ah, da liegt's. Hab's gefunden. Und... Pff,
voll geschissen. Okay, jetzt aber. Vater, ich habe jetzt wirklich genug gekackt. Ich bin krank, bitte. Lass mich nicht in die Schule gehen. Okay, komm, Vater. Test mich ein allerletztes Mal. Habe ich genug gekackt? 12,8 ist schon krass viel. Reicht das? Wie, das ist nicht genug? Ey, wie kann das sein? Ich habe noch eine letzte Idee, Leute. Leute, unsere nächste Aufgabe lautet Poop in the Bathtub. Wenn ich in Englisch aufgepasst habe, müsste das bedeuten, dass wir in die Zahnpasta, in die Tube reinkacken sollen. Oder ins Waschbecken, eins von beiden, ich weiß es gerade nicht. Wir schauen uns das an, Leute. Vater, entschuldige mich. Ich habe noch etwas zu erledigen. Und hier liegt einfach eine Kackwurst. Ach du Heilige. Okay, Leute. Ich glaube, wir sollen in... Wo sollen wir reinkacken? Ach, in die Badewanne. Ey, Digga, dieses Spiel ist respektlos, Leute. Aber was soll ich sagen? Ich will nicht in die Schule. Es tut mir leid, Vater. Oha, Leute. Oh! 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 Was, Bro? Bruder, das war aber ein bisschen viel Kacke. Ich würde mir sagen, Ich hab die ganze Badewanne voll geschissen, Digga. Was hab ich getan? Das stinkt. Leute, also, wenn das unser Vater sieht, ich glaube, wir werden 5 Monate Hausarrest bekommen. Aber egal. Ich habe halt einen Mathe-Test. Wir dürfen nicht in die Schule gehen, Leute. Okay, Vater. Vater, guck, ich habe genug gekackt. Reicht das jetzt? Bitte. Komm, schau ein letztes Mal nach. Bitte. Ein letztes Mal. Das muss jetzt reichen, Leute. Ich habe wirklich alles voll gekackt. Komm schon. 17,8, das muss reichen, Leute. Das ist immer noch nicht genug. Was soll ich doch alles vollkacken? Soll ich als nächstes mein Bett reinkacken oder was? Öffne die Wasserleitung in der Garage. Ups. Okay, wartet, Leute. Ich mach schon die Tür zu. Ey, wir sollen jetzt irgendwie die Garage sabotieren. Okay. Oh, warte, das ist das Bad. Ich wollte in die Garage. Moment. So. Was sollen wir jetzt hier machen? Water Installation. Okay. Wir sollen jetzt ein Brecheisen nehmen. Das haben wir hier. Und jetzt aufbrechen. Oh. Poop in the... Nein! Leute, wir sollen in die Wasserleitung reinkacken. Dann kommt Kacke aus dem Waschbecken und aus der Dusche und überall raus. Ey, das ist respektlos, Bruder. Dieses Spiel ist krank, Leute. Aber egal, ich will nicht in die Schule, von daher. Bro, das sieht so falsch aus. Das sieht so falsch aus. Wir haben die Wasserleitung vollgeschissen, Leute. Digga, das ist respektlos. Das ist respektlos, Leute. Okay, wir gehen zum Vater. Ich hoffe, Leute, wir haben jetzt genug geschissen. Okay, Vater, komm. Hol noch ein letztes Mal das Kackameter raus und schau, ob ich genug gekackt habe. Komm schon. Er schaut jetzt, Leute. Und, habe ich genug geschissen? 24,8 Kackhaufen. Das muss reichen, Leute. Komm schon. Er hat die Schnauze voll, Leute. Er sagt, wir sollen zur Schule... Okay. Vater, okay, ich mache mich auf den Weg zur Schule. Gib mir noch eine Minute. Leute, das kann nicht sein. Er sagt, wir müssen trotzdem in die Schule. Wisst ihr was? Ich werde jetzt die Dusche anmachen und dann wird er sehen, was passiert. Ach du Heilige, Digga. Das ist absolut Kacke. Also wortwörtlich, da kommt Kacke aus der Dusche raus. Okay, warte mal. Turn on. Tab. Ah, wir sollen die Wasserhähne auch noch anmachen. Digga, Leute, dieses Spiel ist krank. Also wortwörtlich, wir kacken das ganze Haus voll. Okay, Leute, wir haben jetzt alle Leitungen angemacht, dass quasi überall Kacke rausfließt. Mal gucken, was unser Vater jetzt zu sagen hat. So! Guck mal, hier schweben schon so Kackpartikel im Haus rum, Leute. Seht ihr das hier oben? Digga. Okay, komm. Warum bist du immer noch hier? Ja, guck kurz. Ich habe jetzt wirklich genug gekackt, Vater. 27,8 Kack kaufen, das muss reichen. Er sagt, geh zur Schule! Nein! Das kann nicht sein, Leute. Ich werde jetzt ein paar Freunde anrufen und dann werden wir unserem Vater zeigen, was es heißt zu kacken. Okay, warte, das Telefon war hier, Leute. Dann würde ich sagen... Ah, warte, was sollen wir anrufen? 445-123. 445-123.
rein. Und anrufen. Anrufen. Okay. Hallo? Hey! Kannst du vorbeikommen? Du musst mir helfen! What? Warte mal, Freunde! Das habe ich so nicht gemeint! Ihr sollt mir helfen! Ihr könnt doch nicht das ganze Haus voll furzen! Das, okay, also das war eigentlich nicht mein Plan, Leute. Leute, das Haus ist vollgeschissen, egal. Vater, ich hab bisschen viel gekackt. Du kannst mir glauben, ich hab so viel gekackt, ich kann garantiert nicht zur Schule gehen. Komm, Leute, ey, da muss doch jetzt sagen, dass wir wieder. Er sagt, wir sollen zur Schule. Nein, ich bin krank, Vater! Ey, Leute, ich habe jetzt noch einen letzten Plan. Und zwar, mein Vater wollte heute Nachmittag den Pool auffüllen mit Wasser. Aber wir werden stattdessen den Pool einfach vollfüllen mit unserer Kaka. Tut mir leid, Vater, aber das muss sein. Oh, was? Warte mal. Warte mal. Ich glaube, ich habe jetzt eine Kuh gerufen, Leute. Das ist mein Haustier, Leute. Digga, das Spiel ist verrückt, Leute. Junge, was mache ich hier? Das ist nicht normal. Okay, danke, Kuh, dass du mir geholfen hast. Ich nehme an, wir haben jetzt... mal haust du rein, Kuh. Tschüss. Ey, Leute, ich sage euch ehrlich. Wir haben jetzt... Ich glaube, wir haben jetzt genug gekackt, Leute. Das sollte reichen auf jeden Fall. Okay, Vater, glaub mir wirklich, ich habe so viel geschissen, ich kann nicht zur Schule gehen. Komm, du darfst jetzt ein letztes Mal nachschauen. Okay, komm, hol dein Kakometer raus. Okay, Leute, jetzt haben wir eigentlich, wie viel Kackhaufen? 327, ja! Siehst du, Vater, ich habe so viel geschissen, ich kann nicht zur Schule gehen. Er sagt, wir sollen trotzdem zur... Digga, das ist nicht sein Ernst. Okay, Leute, ich werde jetzt komplett eskalieren. Wir sollen alle Fenster schließen, das machen wir eben. Die Frage ist nur, wo ist das letzte offene Fenster? Ah, bei mir im Zimmer. So. Jetzt haben wir alle Fenster zugemacht. Das bedeutet, jetzt bleibt hier diese stickige Luft, Leute, im ganzen Zimmer stehen. Also diese ganze Kackluft. Wir sollen jetzt alle Lampen im Zimmer anmachen. Okay, das machen wir einmal. Nummer 1. Nummer 2. Nummer 3. Dann hier bei Vater Nummer 4. Und einmal in der Garage jetzt Nummer 5. Okay. Leute, jetzt ist hier richtig warm drin. Jetzt steigt hier die Luft nochmal richtig schön zusammen, dass hier wirklich alles nach Kacke riecht. Ihr seht, im ganzen Zimmer wird es schon so braun. Überall hier fliegen so Kackpartikel rum. Ey, ich sag euch ehrlich, wenn wir jetzt immer noch nicht genug gekackt haben, dann weiß ich auch nicht mehr. Okay, Vater, komm. Letzte Chance jetzt. Lass mich zu Hause. Er beprüft jetzt nochmal, Leute. Wie viel Kackhaufen haben wir jetzt insgesamt? Komm schon. Wie viel? 827! Er sagt, wir machen uns, Leute. Wir sonst was. Bruder, ich will nicht zur Schule! Ey, Leute, das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Ey, Leute, ich werde jetzt das Sofa voll kacken. Es ist mir egal. Vater, du wolltest es so. Du wolltest es so. Es tut mir leid, aber ich muss es machen. Ich hab das ganze Sofa voll geschissen. Und der Teppich wird auch noch voll gekackt. Was? Poop on all Kabinetts. Warte, das sind das Schränke? Oder was soll das heißen? Ich weiß gar nicht. Was heißt das, Leute? Okay, ich glaube, wir sollen auf alle Schränke drauf kacken. Dann machen wir das mal, Leute. Okay, Schrank Nummer 1 ist voll gekackt. Vater! Nicht hingucken! Gar nichts, außer den Schrank vollkacken. Bruder, warte mal. Willst du mir sagen, der Vater macht nichts dagegen? Da
dass ich gerade hier alles voll kack. Wir sollen selbst aufs Essen kacken. Digga, das Spiel, es wird mir langsam ein bisschen zu viel. Digga, das ist nicht mehr normal. Wir kacken wortwörtlich alles voll, Leute. Also wirklich alles. Digga, das ist widerlich. Digga, das ist widerlich. Also Vater, wenn du mich jetzt immer noch in die Schule schickst, dann bist du wirklich selber schuld. Dann bist du wirklich selber schuld. Okay, wir sollen jetzt anscheinend einmal kurz überprüft werden vom Kakometer. Komm schon. 2100 Kackhaufen. Digga, Leute, wenn das jetzt nicht reicht, dann weiß ich auch nicht mehr. Bruder. Du willst mich doch verarschen. Was soll ich denn noch alles vollkacken, dass ich zu Hause bleiben darf? Bruder, ich werde jetzt... Leute, vielleicht müssen wir uns ein bisschen revanchieren. Wir müssen wieder mal ein bisschen Geste zeigen. Ein bisschen zeigen, dass wir unseren Vater lieb haben. Deswegen gehen wir jetzt einfach ein paar Blumen pflücken, Leute. Und sammeln unseren Vater einen Blumenstrauß. Vielleicht ist es das, was er will. Vielleicht sollen wir ihn einfach nur zeigen, dass wir ihn lieb haben. Deswegen einmal kurz 10 Blumen sammeln. So, zack, zack. Und jetzt haben wir so einen schönen Blumenstrauß. Und den kacken wir natürlich auch voll. Das hätte ich mir noch denken können. Ja, okay, mein Plan war eigentlich, meinem Dad einen Blumenstrauß zu geben. Aber was ist besser als ein Blumenstrauß? Richtig, ein vollgekackter Blumenstrauß. Okay, Vater, riech mal. Digga, das ist widerlich. Bruder, das ist so widerlich. Das ist so widerlich. Er hat da dran gerochen. Vater, tut mir leid, ich wollte das nicht. Oh, er sagt, du sollt rausgehen. Okay, tut mir leid, Vater. Ich geh raus. Leute, ich hab jetzt noch eine letzte Idee. Und zwar werden wir den Springbrunnen vollkacken. Einmal. Pup. Digga, boah, das kann echt nicht sein, Leute. Wir haben hier wirklich original alles vollgeschissen. Oh mein Gott, Leute, der ist umgekippt und hat alles aufs Haus gespritzt. Das ist voller Kacke. Oh, Digga, das ist so widerlich. Hier ist schon alles gelb, Digga, alles braun. Das ist so kacke. Also wird wirklich, es ist kacke, Leute. Okay, Vater, komm. Vater, bitte, lass mich zu Hause jetzt. Komm, wir müssen jetzt echt genug Kacke haben. Komm schon, das muss doch reichen jetzt. 2800, das muss doch reichen jetzt. Digga, er sagt, wir sollen zur Schule. Digga, willst du mich verarschen, Bro? Ey, das kann nicht sein. Crap the Poop Planet. Hä, was ist Poop Planet? Poop Planet. Was ist das? Oh. Warte mal. Was ist das denn? Was mache ich denn jetzt? Ich hole ein Kackhaufen-Planet dran, Leute. Ich hole ein Kackhaufen-Planet dran. Junge, das Spiel ist so kacke. Also, es wird wirklich kacke, Leute. Ich beschwöre jetzt einen Kackhaufen-Planet. Bruder, das ist eine Nummer zu viel. Das ist eine Nummer zu viel, Leute. Was geht ab? 999 Millionen Kackhaufen. Bruder, ich sehe nichts. Was passiert hier? Tschüss, Bruder. Was haben wir getan? Die ganze Erde ist voller Scheiße. Bruder, was haben wir getan? Vater. Er sagt, Fehler. Zu viel Kacke. Oh. Es hat doch gerade zur Pause geklingelt. Ich glaube, das ist der perfekte Zeitpunkt, um hier auszubrechen. Hä? Nein. Nein. Die Tür ist abgeschlossen. Ich komme hier nicht raus. Ich habe doch gesagt, Leute. Dieser fette Fettsack hier hat uns eingesperrt. Und er ist einfach am Schlafen. Ich meine, wo wirst du eigentlich bezahlt? Steh auf, Mann! Ihm juckt das auch irgendwie gerade gar nicht. Also, okay, Bruder, wenn dich das nicht juckt, dann würde ich sagen, machen wir jetzt einen Abgang. Ich glaube, Leute, Step Nummer 1, wir müssen irgendwie da hochkommen. Ich glaube, das ist der Ausgang. Digga, ich glaube, ich steame jetzt einfach so einen Tisch und der könnte uns dabei helfen, hier auszubrechen. Ja, wir sehen uns dann später, Herr Fettsack, ja? Leute,
Wir sind jetzt im Lüftungsschacht und wo bin ich denn hier gelandet? Ach du heilige Bruder, wo bin ich denn? Also wir sind aber immer schon ein Stück weiter, Leute. Ihr seht, wir müssen jetzt hier auf jeden Fall gucken, dass wir nicht nach unten fallen. Das sind überall Stacheln unten, deswegen ich gebe jetzt mein Bestes, hier nicht runterzufallen. So, einmal beiseite, ihr Schmalsporn. Ich muss raus aus der Schule. Leute, ansonsten schreibt mal bitte in die Kommentare, geht ihr gerne in die Schule, Leute? Würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Ansonsten, Digga, man kann hier so Sachen kaufen. Das ist schon wieder sehr verlockend. So Schuhe mit... Oh, ich brauche das! 200 Robux? Bitte macht das nicht so aus. Na, das ist wirklich nur zu Testzwecken. Wartet mal, was können die jetzt? Ich habe jetzt so blaue Schuhe. Oha! Was geht denn jetzt ab? Was? Was? Diese Schuhe sind immer unnormal krass. Aber ich glaube, hier ist es besser, wenn wir erstmal trotzdem normal springen. So, komm schon. Oh. Okay, ich habe nichts gesagt. Du machst so? Okay, dann hole ich jetzt meine Sprungschuhe raus. Ihr könnt mich mal. Und abfahr... Hä? Was ist denn das für ein Scam? Warum springe ich nicht mehr so hoch? Hä, war das eben verbuggt, Digga? Was ist das denn für ein Scam? Was ist denn das hier eigentlich? Ach, lol. Ich musste hier erst diesen Knopf drücken. Ich habe mich schon gewundert, Leute. Aber okay, jetzt macht das Ganze natürlich auch ein bisschen Sinn. Okay, ich habe verstanden, Leute. So, Junge, steh mal nicht so rum. Mach dich aus dem Weg, Junge. Ich muss raus aus der Schule. War mal voll komisch, dass so eine Schule einfach so einen riesengroßen Lüftungsraum hier hat irgendwie. Also, wer weiß, was der Lehrer hier alles so für illegale Dinge treibt. So, ich habe jetzt noch irgend so einen Knopf gedrückt. Ich glaube, jetzt können wir hier auf dieses komische Teil drauf. Junge, ab nach oben. Digga, ich sag euch ehrlich, ich will einfach nur raus aus dieser hässlichen Schule hier. Diese Schule ist wirklich Horror. Allein dieser Lehrer, Digga. Aber er war am Schlafen. Von daher, wo bin ich denn jetzt gelandet, mein Meister? Ja, bitte einmal hier die Leiter hergeben, ja? Ich platziere die einmal ganz kurz hier. Dankeschön. Ich würde gerne einmal raus aus der Schule, ja? Super. Wo geht's denn jetzt hier? Ah! Digga, wo bin ich denn jetzt gelandet? Warte mal. Hört ihr das? Oh, oh, ich glaube, ich bin hier ganz nah wieder am Klassenraum. Ich glaube, dieser Fettsack ist hier wieder am Schlafen. Herr Lehrer, wo auch immer Sie sind. Wo bin ich denn gelandet? Ich bin jetzt, glaube ich, im Pausenraum. So, hier ist, glaube ich, das Klassenzimmer, wo der fette Lehrer am Schlafen ist. Er schläft immer noch. Das heißt, ich würde sagen, wir gucken jetzt mal hier in die... Nein! Oh, Herr Lehrer! Leute, nein! Herr Lehrer ist wach! Hä? Bitte, Herr Lehrer, ich habe Ihnen nichts getan! Oh nein, er will mich vermöbeln. Nein, ich will hier raus. Nein, lassen Sie mich raus, ich brauche ein Schloss. Herr Lehrer, bitte tun Sie das nicht. Oh, er ist direkt hinter mir. Bitte, Herr Lehrer, ich habe Ihnen noch nichts getan. Oh, da ist der Schlüssel, da ist der Schlüssel. Leute, ich brauche diesen Schlüssel hier. Oh, Herr Lehrer, ey, chill mal jetzt, Bruder. Ich habe dir nichts getan, ja? Junge, der will mich vermöbeln. Hallo, das ist illegal. Das gibt eine Anzeige. Hören Sie auf damit. Herr Lehrer, der will mich schlagen. Lass mich raus. Oh, oh. Oh mein Gott, Junge. Hä, was willst du jetzt machen, hä? Ja, guck mal, geh lieber zurück da, wo du herkommst, du Fettsack. Digga, wo bin ich denn jetzt? Ich glaube, ich bin in irgendeiner Turnhalle oder so gelandet. Kennt ihr das auch hier, diese Matten aus der Schule, Digga? Was geht denn jetzt ab? Och nö, das ist schon wieder so verlockend für komische Items, Digga. Nein, nein, nein. Lumex, nicht kaufen. Ich will das haben. Nein. Du musst es kaufen. Nein. Ich muss es kaufen. 1300 Robux. Nein. Ich bin so dumm. Ich habe gerade 1300 Robux aus... Was habe ich denn jetzt alles bekommen? Was ist das denn? Okay, Leute, ich glaube, ich habe das Spiel jetzt gehackt, Digga. Auf jeden Fall haben wir jetzt anscheinend ein paar Items bekommen. Mindestens anscheinend leichter ist, hier auszubrechen, ne? Ich teste es jetzt gleich mal. Was haben wir hier? Ein Taser. Ha! Herr Lehrer, wenn du nochmal kommst, kriegst du einen Taser von mir, Junge. Oha! Wir können ihn dann einfach so taggen, Digga. Was ist das denn? Das ist ja übel geil. Was haben wir hier? Eine Greifhakenpistole. Meint ihr, wir können damit cheaten? Oha! Junge, was ist das denn? Warte mal, wir müssen, glaube ich, hier nach unten erstmal. Leute, wir schauen uns die Sachen gleich an. Erstmal, oha! Junge, erstmal müssen wir hier rüber! Digga, hier geht's so tief nach unten, Bro. Also ich sag euch offen und ehrlich, hier will ich eigentlich ungern runterfallen. So, okay, ich würde sagen, wir laufen jetzt erstmal weiter. Digga, Hauptsache, ich komme hier raus aus diesem Gefängnis, Alter. Das ist einfach eine Schule, die von einem Lehrer bewacht wird, der einfach seine Kinder schlägt, Digga. Das gibt eine Anzeige. So, und was ist das jetzt für ein Scam? Hier sind irgendwie so Boxschuhe. Boxschuhe, sage ich. Boxsäcke, die hier irgendwie rumschweben. Digga, kann ich die vielleicht irgendwie... Was ist denn das? Gottplaster. Yeah! Es bringt irgendwie gar nichts dagegen. Warte mal, wir haben ein Chatpack. Oha! Oha! Ha, ihr könnt mir gar nichts! Ich hab ein Jetpack! Ha! Oh mein Gott, ich bin einfach drüber geflogen, Digga! Ha. Junge, Lehrer, du kannst mir gar nichts. Ich dribbel deine Schule hier. Was ist denn das jetzt hier?
Seilbahn. Oh, 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 ah! Oh mein Gott, Digga. Ich hab mir gleich eingekackt. Die geht so tief nach unten, ne? Okay, nächstes Sprungbrett. Abfahrt! Nächster Sprung! Noch einer? Oh, das war knapp. Digga, hier geht's so tief nach unten, ne? Ich sag euch, wenn wir hier runterfliegen, ist aus die Maus. Deswegen am besten nicht runterfallen, ganz einfach. Wow! Digga, ich glaube, wir sind schon ganz weit, Leute. Also, ich will nichts sagen, Herr Lehrer, aber deine Schule ist echt Müll. So, was? Ich muss jetzt hier Basketball... Oh, ich kann kein Basketball. Schreibt mir in die Kommentare, könnt ihr Basketball, Leute? Ich kann sowas gar nicht. Komm, ein Schuss! Didi, first try, Junge! Der fette Fettsack fährt da mit dem Rollator rum. Was hab ich denn verpasst? Digga, och nö. Er fährt jetzt mit seinem fetten Rollator rum, Digga. Ey, nein, Herr Lehrer. Ey, der kommt mit seinem fetten Rollator gefahren. Wo muss ich hin? Ey, hallo, hallo, hallo. Warte, wir brauchen unseren Taser. Taser, Taser. Herr Lehrer, halten Sie Abstand. Ich tackle Sie. Ich meine das ernst. Ich nehme keine Rücksicht. Bleiben Sie stehen. Bleiben Sie stehen. Ja. Hä? Der Taser hat gar nichts gebracht. Also, Digga, Leute, wenn Taser nichts bringt, dann müssen wir jetzt mal den Godblaster rausholen. 3, 2, 1. Ja! Oh, so einfach geht's. Ja, ich hab dir gesagt, leg dich nicht mit mir an, du fetter Fettsack. Ja, da guckst du komisch, ne? Da guckst du dumm aus der Wäsche. Warte mal. Also, das ist jetzt rein nur zu Testzwecken, ja? Digga, die Frage ist, wo muss ich lang? Ah, da ist eine Tür. Ich gehe in die Tür rein. Ich mache einen Abgang. Oh Gott, ich bin auf irgendeiner Toilette gelandet. Okay. Hallo? Das stinkt. Stinkt auch. Letzte Tür. Hä? Hier ist nix. Ach, da oben. Wow, okay, Leute, wir müssen doch hier lang. Hä? Ja! Wo bin ich jetzt gelandet? Och, nö. Schon wieder so dumme Lüftungsschächte. Und was muss ich hier machen? Ich muss wieder Basketball spielen, Leute. Ja! Oh, das ging daneben. Alle guten Dinge sind 5. Jetzt aber, passt auf, Leute, passt auf. Achtung und... Batz! Siehst du? Ich habe euch gesagt, ich bin der Profi. Speedboost, wartet mal. Ich hab so Speedboost-Schuhe. Was ist das denn? Oha! Warum merke ich erst jetzt, dass ich so Schuhe hab, Digga? Ich hab so Feuerschuhe. Damit kann ich einfach 10-mal schneller laufen. Hier. Was ist das denn? Das hättet ihr mir auch mal vorher sagen können. Was ist denn das jetzt hier? Digga, das sind irgendwelche Laser. Dürfen wir auf keinen Fall reinkommen. Oh, oh mein Gott. Ich merke erst jetzt, dass ich so Speedschuhe hab. Muss ich eigentlich hier runter vielleicht? Nee, ich glaube, das ist, glaube ich, ein bisschen hier lang. Okay, Junge, findest du dich jetzt cool, hä? Denkst du, du bist lustig? Der Lehrer hat uns anscheinend geträumt. Wir müssen doch hier lang, Leute. Aber okay, kann man ja nicht wissen. Ach, du Kacke, wo bin ich denn jetzt? Ich habe Angst vor so Lüftungsschächten. Ich sag euch ehrlich, wo bin... Bruder, was geht denn hier ab? Wo lang? Hier lang? Junge, ich habe langsam keinen Bock mehr auf Lüftungsschächte. Ich habe das Gefühl, das ist langsam... Bruder, der Fettsack liegt einfach immer noch da, Digga. Was ein Opfer. Ja, ne, Opa? So, einmal Energie. Kluck, kluck, kluck. Was geht jetzt ab? Oh, oh. Leute, es heißt wieder Speed Action. Oh mein Gott, Junge, wie schnell ich bin. Abfahrt, Junge. Komm schon ran daneben, Bruder. Junge. Okay, das sieht gut aus. Oh mein Gott, Digga, wo muss ich hin? Wow. 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 Digga, wie lang ist das denn, Digga? Das ist 10-mal länger als in Barry's Prison gefühlt. Oh, das war knapp. Oh, uiung. Ha, Haupthalte, was geht jetzt ab? Habt ihr denn überhaupt den Müll getrennt, ja? Ich hoffe, ihr habt alle euren Müll getrennt. Wenn nicht, gibt's Ärger, ja. Hä? Also jetzt ist wirklich alles zu spät. Was macht Herr Lehrer auf einmal auf einem Go-Kart? Will er jetzt ein Rennen gegen mich fahren? Du Fettsack, denkst ernsthaft, dass du gegen mich ein Rennen gewinnst? Denkst du das wirklich? Ja, ja, ja. Kann ich ihn jetzt auch einfach... Also, nur so eine theoretische Frage. Kann ich ihn theoretisch jetzt... Ah! Yeah! Bruder, ich glaube, der fährt jetzt gleich gegen die Wand. Ich habe ihn einfach umgedreht. Digga, wie geil. Das ist ja sowas von Pay to Win. Ja, Kollege, ey, Bruder, wir können gerne Rennen fahren, ja? Oh, oh. Oh, oh. Hä? Ey, der hat mich gescammt. Digga, was geht hier ab? Ey, warte, Leute. Pass auf, ich troll den. Passt auf, Leute. Passt auf. Leute, passt auf. Vertraut mir. Ich hol das. Achtung. Achtung, passt auf, Leute.
Bleib stehen! Ich muss ihn irgendwie aufhalten, Taser. Bleib stehen, Junge! Du Fettsack! Junge! Junge, ich nehme einfach Jetpack! Ich nehme einfach Jetpack! Ich habe ihn einfach gescampt! Junge, ich habe ihn einfach abgezogen mit meinem Jetpack, Digga! Junge, der Arme! Ha! Sieger! Ich glaube, der fette Lehrer hat mit allem gerechnet, aber nicht, dass ich ein Jetpack raushole und einfach ihn komplett abziehe. So, warum ist jetzt ein Graffiti? Was muss ich denn jetzt hier machen? Ich soll hier hoch, Digga. Wie soll ich denn jetzt da hochkommen? Leute, ich check gerade nicht ganz, wie ich da hochkommen soll. Muss ich klettern? Ach, lol, ich kann einfach so eine Dingens hier hochklettern. Ja, moin, Meister. Digga, ich sage euch ehrlich, ihr müsst jetzt mal unsere Items hier zum Einsatz bringen. Nehmt jetzt einfach mal die Jumpschuhe. Oha, okay. Warum benutze ich die auch? Warum? So, komm. Sprung. Sprung. Und noch ein letztes Mal. Sprung. Wichtiger Hase. So, komm, hier nochmal. Da auch nochmal. Zack, Digga. So, jetzt die Speedschuhe rausholen für extra Speed, Junge. Herr Lehrer. Das ist Herr Lehrer. Was ist denn da? Oh mein Gott, ey. Junge, Speedschuhe. Hilfe. Junge, Leute, ich brauche meine Speedschuhe. Digga, was geht jetzt ab? Herr Lehrer hat einfach irgendwelche Waffen auf dem Rücken. Herr Lehrer, das ist illegal. Ich werde sie anzeigen hier. Renn um dein Leben. Wir müssen raus hier. Lass mich raus. Ich will raus hier. Er will mich umbringen. Das ist illegal. Hallo, ich zeig's dir an. Das gibt eine Anzeige. Ich sag's ihnen. Sprung. Ha. Kann ich hier oben drauf? Ja. Ja. Leute, ha, ich bin einfach auf dem Dach. Ich habe irgendeine Erbsenkanone bekommen, Leute. Wartet mal. Wo bist du, Fettsack? Da unten hier. Junge, wie kann der mich treffen? Oh, oh. Hier, Erbsenkanone. Komm, Schuhe, Speedschuhe. Bisschen wegrennen, jetzt Erbsenkanone. Zack, Erbsenkanone, Feuer! Nimm das, du Fettsack. Okay, Leute, wir müssen kurz Rückzug machen. Kurz Rückzug. Mit den Speedschuhen hier auf jeden Fall. Junge, links, rechts, links, rechts, links, rechts. Erbsenkanone. Ja. Nehmt das, Herr Lehrer. Bruder, wie viel HP hat er eigentlich? Leute, wer macht das auch in der Schule, Digga? Ich schwöre, ich hab das immer gemacht, Digga. Einmal rein in die Schule, Digga. Immer hinten sitzen, Leute. Ihr wisst Bescheid. Ganz wichtige Hase. Wir sind diesem fetten Lehrer einfach entkommen. Ich schwöre, er wollte uns so knechten in seiner Schule. Wir haben es geschafft. Wir sind out of the school. Junge, wir sind diesem fetten Lehrer entkommen. Das ist meine Mathelehrerin. Sie heißt Frau Müller. Und wie ich bereits meinte, sie ist nicht besonders nett. Sondern sie versucht, mich aufzuessen. Und das werde ich nicht zulassen. Also, hör mir zu, Frau Müller. Du wirst dir heute jemand anderes zum Mittagessen holen müssen, ja? Okay, und ich glaube, jetzt haben wir genug geschrien, Leute. Es wird Zeit, hier auszubrechen. Los geht's. Okay, Leute, wir sind jetzt im Spiel angekommen. Und ihr seht, ich bin hier gerade im Klassenraum. Und es ist schon stockdunkel draußen, weil Frau Müller mich einfach nachsitzen lassen hat. Und so wie es aussieht, ist sie selber eingeschlafen. Oder sie ist gerade dabei, einzuschlafen. Ihr seht schon, ihre Augen scheinen ziemlich schwer zu sein. Ich glaube, die Gelegenheit nutzen wir einfach mal. Ich weiß nicht, was ich machen muss. Ich sehe nur der rote Pfeil zeigt da auf den Feueralarm. Warte mal, das ist aber keine so gute Idee. Wenn wir den Feueralarm drücken, dann weg doch, Frau Müller. Egal, wir drücken ihn. Hallo? Oh mein Gott, Leute, es kommt einfach so Wasser von der Decke. Und ich glaube, Frau Müller hat einfach einen Elektroschock bekommen. Weil ihr seht, die ist so aus Metall gebaut. Ich glaube, die hat gerade einen Kurzschluss. Und die Tür ist auf. Das klingt für mich wie nach... dass wir jetzt schleunigst hier ausbrechen sollten. Okay, Leute. Wir müssen jetzt... dass wir hier rauskommen. Warte mal, warum ist das Licht ausgegangen? Yo, Kollege, weißt du zufälliger... Oh mein Gott, was hast du denn da? Yo, ey! Du 31er, Junge, der hat mich eingesperrt. Was hast du denn gemacht? Okay, Leute, ich weiß nicht, was hier gerade passiert ist. Irgendwie ist der Strom in der kompletten Schule einfach ausgefallen. Das sieht ehrlich gesagt jetzt alles ein bisschen gruselig aus. Ey, ich habe gar keinen Bock, hier jetzt lang zu laufen. Was ist, wenn die Mathelehrerin gleich kommt und...
mich aufessen will. Okay, wir sollten jetzt lieber schleunigst schauen, dass wir hier irgendwie rauskommen. Oh Mann, ich bin auch, glaube ich, ganz allein hier in der Schule. Ich weiß auch nicht, wo ich lang muss. Hallo? Ist hier jemand? Hallo? Wo muss ich lang? Hey Junge, ich weiß doch gar nicht, wo ich hier lang muss. Yeah! Oh mein Gott, ich wusste es. Irgendwo lauerst du auf mich. Frau Müller, wir können über alles reden. Warum bist du so schnell? Könntest du bitte deinen komischen Schlagstock da weglegen? Ich will doch nur aus der Schule hier raus. Ey, hallo. Oh, renn schneller. Du merkst, du musst bissen. Nein, Sackgasse. Nein, nein, nein. Junge, die war übertrieben schnell und hatte einfach irgendwie so einen Schlagstock in ihrer Hand. Und hat mich vermöbelt. Und ich weiß doch nicht, wie ich hier rauskommen soll. Da war einfach eine Sackgasse. Okay, wir laufen jetzt einfach mal links lang. Es muss doch irgendwo einen Ausgang geben. Okay, wir laufen. Okay, wir sollten schneller laufen. Es scheint so, als hätte Frau Müller uns wieder bemerkt. Okay, nein! Mann, das gibt's nicht. Da war schon wieder eine Sackgasse. Okay, Versuch Nummer 3. Alle guten Dinge sind 3. Vielleicht müssen wir hier in irgendeinen Raum rein? Ich weiß es doch auch nicht. Okay, da zeigt ein roter Pfeil, Freunde. Ich glaube, wir haben den Ausgang. Wir müssen hier hoch. Ah! Oh mein Gott. Junge, wie knapp war das? Sie war schon wieder direkt hinter mir. Ich sag doch, Leute, die versucht mich aufzuessen. Die will mich heute Abend in ihren Eintopf reinwerfen. Wir müssen nur irgendwie gucken, dass wir aus dieser Schule jetzt rauskommen. Weil ich sag euch ehrlich, ich habe keine Lust, in irgendeinem Eintopf zu landen. Und hier geht's ganz tief nach unten. Ey, Bruder, was ist das hier? Jetzt mal ehrlich, was hat die hier für eine Schule gebaut mit Laserstrahlen und so? Also ich glaube, die achtet wirklich darauf, dass sie keine Schüler ausbrechen. Wir müssen jetzt irgendwie hier runter. Und ey, hier ist sogar jemand. Moin, Meister. Wir sind nicht alleine, Leute. Es gibt noch andere... Andere Überlebende. Bro, warte mal, was ist das? Die ist da einfach gerade auf diese Spitzen draufgefallen. Das Ding ist einfach in sich zusammengefallen. Oh, was ist das? Okay, ich glaube, man muss das so ganz schnell machen, Leute. Oh mein Gott! Digga, was ist das? Bro, das ist ja... Nicht mehr normal. Junge, was ist das für eine Schule? Okay, wir sollten hier ganz schnell durchlaufen. Wir sind einfach so pressen. Oh mein Gott. Junge, was ist das hier für ein Ausbruch? Das ist ja geisteskrank gruselig. Wir dürfen anscheinend nicht von diesen Ventilatorendingern hier getroffen werden. Das heißt, wir laufen... Mann! Das heißt, wir laufen hier ganz entspannt durch. Okay, das hätten wir. Jetzt geht's wieder in einen Lüftungsschacht rein. Und ihr wisst, ich mag keine Lüftungsschächte. Das ist immer ein schlechtes Zeichen. Egal, wir laufen mal hier durch. Oh, wir sind in einer Turnhalle angekommen. Und da ist ein Basketball. Soll ich jetzt Basketball spielen? Oder soll ich da... Yo, 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 warte mal, Frau Müller, wir können über alles reden, ja? Das war doch nicht böse gemeint. Ich versuche nicht auszubrechen, ich such nur die Toilette, ja? Oh Mann, wir können über alles reden, genau hier in die Toiletten, ich hab's ja gesagt. Hau schnell hier runter. Ich glaube, wir sind jetzt irgendwie in der Schulkanalisation oder so. Bro, warte mal. Nein, 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 stopp, stopp, stopp. Warum schwebt da ein roter Ballon mitten in der Kanalisation? Ich hab ein bisschen Angst vor dem. Ballons sind immer so ein bisschen Warnsignal, dass irgendwas Schlimmes passiert. Bedeutet, wir müssen hier drüber springen. Ich verstehe. Und Ballon, ich hab dich im Auge. Wenn du dich bewegst, haben wir beide ein ganz großes Problem, hörst du? Naja, ja, ich beobachte dich. Okay, Leute, wir gucken jetzt, dass wir hier irgendwie durch diese Kanalisation durchkommen. Digga, was ist das hier? Wir sind einfach in der gruseligsten Schule aller Zeiten. Und einfach meine Mathelehrerin Frau Müller scheint doch echt nicht so cool drauf zu sein. Ich meine, sie mich mit irgendeinem Schlagstock verprügeln oder so. So, wir klettern jetzt erstmal hier die Leiter nach oben, wo auch immer sie hinführt. Hey, hallo! Lass mich jetzt hier durch! So, Achtung! Dendak, was ist Dendak? Möchtest du mir irgendwas sagen? Dak heißt ja Ente. Was hat das zu bedeuten? Heißt das, hier wartet eine Ente auf mich? Was ist das? Das wird immer lauter. Da ist ja wirklich eine Ente! Ich kann das alles nicht mehr. Ich kann das alles nicht mehr. Okay, Leute, anscheinend ist hier irgendeine Ente. Wir machen jetzt Versuch
Nummer 2. Und wir sollten der Ente lieber schleunigst entkommen. Ich weiß zwar nicht, wo wir lang müssen, ne? Aber die Ente ist ziemlich schnell. Sie will mich aufessen. Nein, ich bin kein Mittagessen. Nein, man kann mich nicht essen. Wir müssen sie austricksen. Okay, Versuch Nummer 3. Leute, wo soll ich lang? Ich weiß nicht, wo der Ausgang ist. Und die Ente kommt wieder. Sie ist wieder da. Die Ente ist da. Oh mein Gott, sie ist direkt hinter mir. Ich höre sie. Oh, ja, Ausgang. Oh, Ausgang. Ah! Oh mein Gott, Digga. Junge. Okay, wir sind immer noch in der Kanalisation. Ich hoffe, wir kommen jetzt endlich raus hier. Und da sind wieder irgendwelche Spikes. Da sollten wir lieber aufpassen. Das sieht nicht so angenehm aus. Okay, das hätten wir, Leute. Hier ist irgendein Waschbecken. Hier ist eine Tür. Oh, wir sind wieder in der Schule, Freunde. Ha, wir haben es geschafft. Also, fast. Hoffentlich. Okay, hier ist wieder Laser. Das kriegen wir hin. Da ist irgendwie mit Blut irgendwas an die Wand gekritzelt. Aber wir beachten das einfach nicht. Wir müssen jetzt hier den Treppenaufgang nach oben. Aber ich will doch eigentlich nach unten und raus hier. Und da sind wieder irgendwelche komischen Bärenfallen aufgestellt. Leute, das ist kein gutes Zeichen. Frau Müller hat hier einfach überall in der Schule Fallen aufgestellt. Junge, das gibt's nicht. Kunstklasse. Aha. Wir haben jetzt Kunstunterricht, oder was? Bro, warte mal. Bro. Warte mal. Hallo. Ey, das sieht nicht cool aus, was ihr da macht. Junge. Okay, wir dürfen diese Puppen nicht berühren, Leute. Ich hab verstanden. Aber die bewegen sich. Das ist nicht einfach, die nicht zu berühren. Und die malen irgendwelche komischen, gruseligen Bilder. Digga, ich will hier absolut schnell raus. Das gefällt mir hier absolut gar nicht. Wir sind in der Küche oder... Nee, das ist das Waschbecken. Ah, das ist der Waschraum. Aber hier ist ein Fenster auf. Ja. Leute, wir sind außerhalb der Schule. Okay, hier ist ein Monsterlaser. Das ist nicht so gut. Aber egal. Oh, da kann man reinfallen. Oh, nicht reinfallen. Okay. Leute, alles gut. Wir haben alles unter Kontrolle. Wir laufen jetzt hier einfach nach unten, ne? Cafeteria. Okay. Freunde, macht euch keine Sorgen. Wir haben alles unter Kontrolle hier, ja? Hallo? Ist hier jemand? Hallo? Sind Sie... Die Köchin? Okay, warten Sie mal. Die sehen nicht besonders nett aus. Ich glaube, die ist auch nicht nett. Ich glaube, die versucht mich. Ah! Junge, was geht hier vor sich? Okay, Leute, ich habe verstanden. Der Koch scheint nicht besonders nett zu sein. Wir sollten lieber gucken, dass wir diesem Koch hier schnell entkommen. Weil der versucht mich auch zu verprügeln mit seinen komischen... Ey, hallo. Junge, beruhig dich mal. Wir können doch über alles reden, ey. Lass mich raus hier. Ey! Ja! Junge, das war auch nicht der Ausgang. Wo ist denn dann der Ausgang? Ey! Junge, das ist nicht nett. Lass mich in Ruhe. Dein Essen schmeckt nicht, Kollege. Ah, da ist der Ausgang. Freunde, da ist der Ausgang. Renn! Schneller! Renn! Okay, Freunde, letzter Versuch. Ich glaube, ich weiß, wo wir lang müssen. Nur der Typ ist wieder direkt hinter mir. Das ist nicht so gut. Aber wir müssen jetzt hier einmal rechts. Oh mein Gott, wir haben's. Alter, Digga. Das ist nicht mehr normal, was hier vor sich geht. Junge, diese Schule, die ist geisteskrank gruselig. Schwimmen. Nee, ich habe keine Lust da jetzt... Schwimmen zu gehen. Aber ich glaube, wir haben keine andere Wahl. Wir müssen hier rein. Okay, ich glaube, es ist Swimmingzeit, Leute. Wir müssen jetzt hier durch Lüftungsschächte durchschwimmen. Junge, das ist mein größter Albtraum. Ich hasse Lüftungsschächte. Und gleich gar, wenn ich durchschwimmen muss. Ich will raus hier. Ich kriege keine Luft mehr. Oh, Luft. Ja, Luft. Okay, wir sind jetzt hier im Schwimmbad, Freunde. Und ich glaube, hier ist der Ausgang. Oder auch nicht. Ich glaube, hier ist der Ausgang. Ey, haben wir es geschafft? Ich will raus hier. Ja, wir sind raus. Zum Bus. Ja, Leute, wir haben's. Wir müssen nur noch zum Bus. Nein. Frau Müller, nein. Ente, nein. Ey, hallo. Nein. Ey, ich bin so gut wie draußen. Bitte nicht. Leute, jetzt verfolgen mich beide auf einmal. Das ist nicht gut. Renn schneller. Ey, der Suppenkoch ist auch noch da. Hallo, nein.
Ey, ich war doch so gut wie drin. Junge, ich kann das alles nicht mehr. Ich hab's doch fast geschafft. Oh, oh. Okay, jetzt aber. Letzter Versuch. Ja, sehr gut. Freunde, es sieht gut aus. Es sieht gut aus. Komm, rein jetzt. Rein. Oh, ja! Ja! Ey, Bus, fahr lieber schnell los! Wir sind in der Schule angekommen und ihr seht, ich habe gerade Unterricht. Und mein Lehrer sagt gerade, wir machen eine 15-Minuten-Pause und niemand soll den Raum verlassen. Während ich schlafe? Wie, warte mal, wir haben jetzt Pause und... Hey, der kann doch nicht einfach schlafen. Seid mal ehrlich, ist euer Lehrer schon mal eingeschlafen im Unterricht? Also ich meine, er macht hier gerade ein dickes Nickerchen und ich glaube, der kann doch mal ein bisschen abnehmen. Oder sich vielleicht einfach was Größeres anzieht. Ich meine, sein halber Bauch kommt einfach raus, Leute. Aber wisst ihr was? Er meinte zwar, ich soll den Raum nicht verlassen. Pipapo. Aber das ist mir sowas von egal. Wir werden uns einfach rausschleichen. Egal, ob er am Schlafen ist. Los geht's. Wow. Hä? Was machst du da? Du hast ein großes Problem. Wie? Oh, oh, ich glaube, wir sollten jetzt lieber schnell loslaufen, Leute. Weil unser Lehrer hat mitbekommen, dass wir den Klassenraum verlassen haben. Wir müssen jetzt hier schnell durchs Schulgebäude. Und was ist hier denn los? Guck mal, hier liegen einfach überall so Minen rum. Und was ist... Das hier, das ist doch... Nein, 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 stopp mal. Hier hat doch nicht wirklich jemand auf den Boden gekackt, oder? Also meint ihr, wenn ich da jetzt reinlaufe, dann... Natürlich, ich sterbe einfach an der Kackwurst. Was sonst? Also ihr seht, es wird uns ja auf jeden Fall nicht leicht gemacht, auszubrechen. Und ich meine, welcher Schlinge liegt hier einfach überall Minen, Junge? Wir sind in einer Schule, hallo. Aber okay, Leute, wir gucken lieber, dass wir hier schnell ausbrechen. Ihr seht, hier steht doch alles unter Wasser. Also ich habe hier echt richtige Rabauken in der Schule, Leute. Das geht echt gar nicht. Also ein bisschen Blödsinn muss ja mal sein, aber ich meine, hier steht einfach die komplette Schule unter Wasser. Lasst mal ein Like da, wenn ihr auch so diesen einen Freund habt, der nur Blödsinn in der Schule macht, Freunde. Aber egal. Wir kümmern uns hier jetzt lieber mal weiter um den Ausbruch. Ich habe keine Lust, dass unser Schuldirektor noch mitbekommt, dass wir hier ausbrechen. Weil am Ende lässt er mich wieder nachsitzen und ruft meine Eltern an. Deshalb, Leute, lasst uns lieber gucken, dass wir hier rauskommen. Aber wartet mal, ist das nicht... Lava hier unten? Bro! Wir sind in einer Schule und hier ist einfach... Und da ist einfach unser Lehrer. Ich glaube, er macht gerade Sport, Leute. Er rennt da einfach hin und her. Und wir müssen jetzt hier auf dieses Sprungbrett drauf. Wow, aber bitte nicht in die Mine rein. Oh mein Gott. Leute, das war richtig knapp. Ihr wisst, wenn wir diese Minen berühren, dann... Ich kann dann alles nicht mehr. Ja, ihr habt gesehen, wir sollten die Mine auf jeden Fall nicht berühren. Weil sonst gibt es einen riesengroßen Knall und dann war es das mit uns. Deshalb auf keinen Fall die Minen berühren. Ich habe ja schon verstanden, ne? Okay, wir laufen jetzt hier einfach drüber. Ich glaube, wir sind gerade irgendwie in der Turnhalle hier oder so. Jetzt müssen wir dieses Gerüst hier nach oben klettern. Oh, ich habe das gehasst, dieses Klettern immer. Ich war da immer so langsam drin. Aber deshalb brechen wir ja heute auch hier aus. In der Hoffnung, dass unser Lehrer nicht mitbekommt. Bro, was machst du da? Er sprintet einfach ein bisschen hin und her. Meint ihr, der sieht das jetzt, wenn wir hier so... Hey, komm schon! Ja, Leute, wir müssen uns jetzt hier für ein Seil entscheiden und nur eins ist richtig. Und wir haben das richtige Seil erwischt. Okay, jetzt war das ganz rechte Seil. Okay, ich habe verstanden. Dann können wir ja jetzt hier problemlos weiterlaufen. Komm schon, bloß nicht die Minen berühren. Lumex, nicht auf die Minen treten. Komm schon. Okay, wir sind ein ganzes Stück weiter. Ich sag euch ehrlich, ich werde hier heute aus meiner Schule ausbrechen. Ob mein Schuldirektor das will oder nicht. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Okay, Leute, wir klettern jetzt für die Stange hier hoch. Und hier ist... Oh mein Gott, ich bin fast runtergefallen. Das gibt's nicht. Aber was ich sagen wollte, schaut mal, hier oben gibt's so einen Lüftungsschacht, Leute. Ihr wisst, ich hasse Lüftungsschächte. Und hier sind einfach Minen drin, Bro. Wer legt denn Minen in einen Lüftungsschacht, Freunde? Das gibt's nicht. Okay, wir gucken jetzt. Hallo? Was macht ihr denn hier? Nein, ich glaube, wir sind in die falsche Richtung gelaufen. Ich muss alles wieder zurücklaufen, Mann. Aber okay, Leute, ich glaube, wir sind jetzt hier richtig. Wir müssen nämlich einmal hier lang und... was um alles in der Welt ist das denn? Junge, hier ist einfach so ein Laser, der am Brunzeln ist. Ey, ich glaube, der Schuldirektor achtet hier besonders drauf, dass niemand ausbricht. Hier, guckt euch das mal an. Boah, das ist richtig gefährlich. Aber wisst ihr was? Das ist kein Problem für Ausbrecher Lumex, Junge. Bam. Okay, Freunde, komm schon.
Wir machen hier zickzack, over the duck, einmal drüber und... Oh, Junge, das war richtig gut. Und ansonsten, ich sehe auch gerade, hier ist ein anderer Spieler. Ich habe da irgendwie eventuell gerade mal so Lust, ja, also... Warte mal, hat er mich gerade runtergeboxt? Das wirst du wieder kriegen, Junge. So, komm her jetzt, Junge. Bam! Ha, nee, warte mal. Das ist gar nicht die. Das ist mein Lehrer! Du kleiner 31er! Wow, der wirft einfach Bälle auf mich. Junge, ich schieß dich ab, Herr Lehrer. Also... Aber ich habe das Gefühl, ihn juckt das gar nicht, dass wir ihn abschießen. Okay, wir sollten lieber gucken, dass wir irgendwie an ihm vorbeikommen. Na, dankeschön. Ehe wir in die Lava reinfallen. Ja, okay. Aber wartet, es sieht gut aus, Leute. Oh, nicht auf die Minen treten. Oh, komm schon, renn schneller. Er darf uns nicht mit dem Ball treffen. Schnell hier rein. Oh, ja. Leute, oh mein Gott, das war richtig knapp. Wir sind dem Lehrer gerade zu entkommen. Junge, der wirft mich einfach mit Bane ab, der 31er. So, und ich glaube, wir müssen uns jetzt zwischen links und einmal rechts entscheiden, Leute. Das ist ein Pfeil. Oh nein, und ich glaube, es ist wieder nur ein Weg richtig. Wir gehen jetzt dieses Mal einfach links lang, weil das letzte Mal war es rechts, also muss es jetzt links sein. Mann! Okay, Freunde, es war der falsche Weg. Wir müssen doch rechts lang laufen. Mann, der steht ja einfach so fein auf die ganze Zeit. Der kleine Rabauke. Okay, jetzt müssen wir uns wieder... Oh mein Gott, hat er mich erschrocken. Was ist das denn? Habt ihr das auch gerade gesehen? Leute, warum ist einfach mein Lehrer in den Lüftungsschächten? Genau deswegen habe ich immer so Angst davor. Ich glaube, wir schleichen uns jetzt lieber an ihm vorbei. Er hat mich nicht gesehen. Er hat mich nicht gesehen. Wir rennen weiter. Wir gehen links lang. Oh. Ich sag euch ehrlich, der Ausbruch heute ist echt hartnäckig hier. Okay, also wir gehen rechts lang. Jetzt gehen wir wieder rechts lang. In der Hoffnung, dass mich mein Lehrer nicht sieht. Und jetzt schnell hier runter. Leute, Leute, wir wurden einfach so nach oben gepustet. Hä, und wo sind wir denn jetzt gelandet? Leute, was ist das denn? Ey, das sieht echt nicht cool aus. Hier ist wieder überall Lava unter uns. Oh mein Gott, ich will hier auf keinen Fall reinfliegen. Dann war es das mit uns, Leute. Ich glaube, wir sind gerade so im geheimen Keller von der Schule hier. Und hier sind auch wieder überall Minen aufgestellt. Aber wisst ihr was? Das hindert uns nicht daran, hier auszubrechen. Okay, komm schon, jetzt aber. Zack, einmal hier rüber. Wir folgen einfach immer den Pfeilen, Freunde. Immer den Pfeilen entlang. Lol, da ist so ein Teil, was so rüberfährt. Aber hier ist so Laser, da müssen wir drüber springen. Wow, Digga, das ist so krass gemacht, diese Schule hier. Auch hier wieder. Guckt euch das an, wir müssen hier einfach so durch Laser durchfahren. Junge, das ist richtig krass gemacht. Mein Schuldirektor gibt hier echt alles, dass wir hier nicht ausbrechen. Aber wir schaffen das. Einfach über den Laser drüber. Einfach über den Laser drüber. Oh, okay, Leute, jetzt aber. So, jetzt kommt das letzte Schiebebrett. By the way, ihr seht auch oben. Oh mein Gott, das ist so schwer. Man muss da aufpassen, dass man nicht so runtergeschoben wird und... Da oben ist mein Schuldirektor. Was macht der denn da? Ey? Oh, komm schon. Leute. Okay, wir haben es geschafft. Okay, jetzt nochmal. Ihr seht es oben, Leute. In der blauen Leiste. Wir sind jetzt ungefähr schon ein bisschen weiter als die Hälfte. Das heißt, der Ausgang ist nicht mehr weit entfernt. Und, oh Mann, der Lasermann. Das ist so hartnäckig, dass wir einfach überall Laser sind. Dann sind auch so Minen, wo wir halt auch aufpassen müssen, dass wir nicht reinlaufen. Junge, dieser Ausbruch hier, das gibt's nicht. So, jetzt aber. Puh. Okay, was ich sagen wollte, Leute, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr denkt, dass es einen Endbosskampf geben wird. Aber wo muss ich hin? Ich glaube, ich muss den Knopf hier drücken, oder? Ach. Jetzt, Leute. Ich glaube, wir müssen uns an dem Lehrer vorbeischleichen. Weil ihr seht, der hält da gerade Wache. Oh, der sieht mich nicht. Du siehst mich. Was machst du im Flur? Lauf besser. Nein, nein, nein. Herr Lehrer, wir können über alles reden. Oh nein, wir haben ein Problem. Freunde, mein Lehrer will mich schnappen. Oh, renn schneller, Mann. Warum ist er so schnell? Hier liegen wieder überall Kackhaufen auf dem Boden. Oh, Herr Lehrer, du wirst mich nicht kriegen. Ich werde entkommen. Oh, nicht auf die Minen treten, Lumex. Renn schneller. Oh, ist er noch hinter mir? Wo ist denn der Fettsack? Er ist ja übel lahm. Oh mein Gott.
Bro. Ich bin einfach in die Mine reingelaufen, die da stand. Oh mein Gott. Ja, ihr seht jetzt das ganze Spiel nochmal von vorn, Mann. Herr Lehrer, wir können doch über alles reden, Mann. Komm schon. Oh Mann, er meint das richtig ernst, Leute. Oh nein. Komm schon, du musst schneller rennen. Er macht einen Abgang. Oh, oh, ja, sehr gut. Jetzt komm schon, wir haben es gleich geschafft. Wie schnell ist er denn hierher gekommen? Ey, das ist Cheaten, Junge. Er hat sich einfach hierher teleportiert. Was? Aber okay, wir schaffen es trotzdem, hier auszubrechen, Leute. Oh, oh mein Gott. Jetzt nur die Rohre entlang laufen. Und nicht runterfallen. Das ist ganz wichtig. Auf keinen Fall runterfallen. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Komm schon. Oh, jetzt hier einmal aufmachen, bitte. Oder einmal rein da. Oh, Leute, wir sind gleich am Ende. Wir haben es gleich geschafft. So, einmal das Türchen noch aufmachen, bitte. Und dann laufen wir einmal weiter geradeaus, weil wir haben es gleich geschafft. Da hinten muss irgendwo der Ausgang sein. Hier ist irgend so ein Kesselraum. Hä? Nein, die wollen, dass wir hier reinspringen. Das ist einfach so ein XXL Laserdropper. Oh, nein. Meint ihr, wir schaffen das? Ich finde zwar es richtig cool, aber es ist auch umso schwerer. Egal, wir werden es austesten. 3, 2, 1. Oh, wir fliegen, Leute. Oh mein Gott, es gibt kein Zurück mehr. Es gibt kein Zurück mehr. Okay, das hätten wir. Einmal hier durch. Kein Problem. Easy peasy. Okay, alle guten Dinge sind zwei. Hey, ich flieg viel... hallo, ich flieg viel schneller. Hey, und bin ich so schnell auf einmal? Oh nein, komm schon. Bitte nicht die nächste berühren. Oh, oh, oh. Wir haben es geschafft. Crazy, Leute. Okay, jetzt nichts wie raus hier. Komm schon. Wir müssen raus aus dieser Schule jetzt hier. Welche Stress macht, kriegt einer meiner Sniper, Junge. Bam. Was geht denn jetzt ab? Was geht denn jetzt ab? Was war das denn? Lol. Ach, das sind so Windbläser. Deswegen bin ich so schnell auf einmal. Und wir dürfen diese Kegel hier nicht berühren. Okay, jetzt habe ich verstanden, Leute. Er war aber ja voll easy. Jetzt nur nicht von den Kugeln getroffen werden. Mann, jetzt komm schon. Das kann nicht so schwer sein. So, wir warten auf die Kugel. Zack. Das gibt's nicht. Ich sag ja, unser Schuldirektor hier, der meint das eiskalt. Der meint das hier todesernst, Leute. Aber es sieht gut aus. Wir warten. Die kommen nämlich direkt zurück. So, ja. So ein Ding ist das. Easy peasy. Leute, wir sind fast am Ende. Junge, hier kommt so eine Riesenkugel gerollt. Oh mein Gott. Bro, Bro, Bro. Oh mein Gott, war das knapp. Okay, weiter. Nicht aufgeben, Lumex. Nicht aufgeben. Schnell rüber. Oh, Riesenmummel kommt gerollt. Aber wisst ihr was? Wir haben keine Angst davor. Wir laufen weiter. Wir machen noch einmal Pause. Zack. Und dann machen wir den hier. Und jetzt rennen wir richtig schnell, bevor die nächste Kugel kommt. Oh, oh mein Gott. Das war richtig knapp, Leute. Okay, jetzt müssen wir hier nochmal so an diesen komischen Laserteilen hier vorbei. Wisst ihr was? Wir machen einfach hier die Sprungtaktik. Ja, genau. So, jetzt aber, komm schon. Wir rennen hier drüber, zack. Ja, ja, ja. Komm schon jetzt hier. Das schaffen wir noch. Das schaffen wir noch. Komm schon. Oh, wir haben's. Irgendwie dieser Schulausbruch. Warum ist er so schwer, Leute? Diese Schule ist echt geisteskrank sicher hier. Ich habe lange nicht mehr so eine sichere Schule hier gehabt. Ich sag euch ehrlich. Aber wisst ihr was? Ihr schafft... Wisst ihr was? Ihr könnt mich alle mal. Ich kaufe mir jetzt hier irgendwas. Was ist das hier? Damit hast du die Möglichkeit, doppelt zu springen. Das hört sich doch gut an, Leute. Für 50 Robux, doppelter Sprung. Ihr macht es natürlich nicht zu Hause nach. Aber ich kaufe mir das jetzt hier. Können wir jetzt doppelt springen? Tatsächlich. Leute, wir haben jetzt einen Doppelsprung. Hä? Das ist übel OP. Jetzt kann uns niemand mehr was. Oh mein Gott, das ist so... Ich bin in die falsche Richtung gelaufen. Komm, jetzt aber, komm schon. Oh, endlich. Wir wurden aufge... Nein, glaubst du wirklich, dass du an mir vorbeikommst? Seit über 10 Jahren trainiere ich ohne Schlaf? Ich war entschlossen. Nein! Herr Lehrer, bitte, wir können über alles reden. Oh nein, ich glaube, er hat sich darauf vorbereitet, genau auf diesen Tag. Oh nein! Ich glaube, er will uns klein hauen, Leute. Nein. Der mächtigste Fitnesslehrer der Welt? Oh Mann, ich wusste es. Es wird einen Endbosskampf geben. Kein Kind wird den Unterricht auf einer Uhr überspringen. Okay, bitte ab. Erbarmen. Junge, der wirft einfach Riesenbälle auf uns.
Und wir haben wieder so eine Bazooka, Leute. Und müssen den Lehrer abschießen. Bam, bam. Wir schießen einfach mit Fußbälle auf ihn. Nimm das, Herr Lehrer. Oh, Leute. Oh, guck mal, die jubeln uns alle an. Jungs, glaubt an mich. Wir schaffen das. Wir müssen nur mit der Fußballkanone auf ihn schießen. Oh, Mann, hat richtig viel Leben. Wir sind auf irgendeinem Fußballplatz, Leute. Wir schaffen den Endbosskampf. Komm schon. Wir schießen ihn einfach auf den Kopf. Nimm das, Herr Lehrer. Das ist dein Ende. Gott, wir haben die Hälfte. Komm schon. Renn, renn. Meint ihr, wir können doch diesen Sniper benutzen? Oha. Wir können unseren Sniper benutzen, Leute. Guckt euch das an. Wir machen richtig viel Schaden. Wir haben ihn gleich. Komm schon, Herr Lehrer. Leute, die letzten paar Schüsse. 3, 2 und BAM! Genauso bin ich auch am Dancen, Junge. Leute, wir haben es geschafft. Schaut mal, wie uns alle anjubeln. Frau Lehrerin, darf ich auf die Toilette? Nein, du bleibst hier. Du wirst Nachsitzende. Oh Mann, mein Bauch krummelt schon. Warte mal, ich glaube, ich werde mich einfach rausschleichen. Oh Mann, komm schon, sie sieht mich nicht. Ha, reingelegt. Und bam. Oh Mann, ich hoffe, ich bekomme keinen Eintrag. Egal, ich werde ausbrechen. Und damit, Leute, willkommen zu einer neuen Folge Roblox. Und ihr könnt es schon sehen, ich befinde mich wieder mal auf einer Reise nach draußen, denn ich bin in der Schule eingesperrt. Und ich sage ehrlich, ihr habt es eben schon gehört, mein Bauch ist richtig am Krummeln, weil ich muss richtig krass auf die Toilette. Und Mrs. Pickle wollte mich nicht gehen lassen. Jetzt habe ich sie einfach eingesperrt. Ihr seht, ich habe einfach so einen Besen, ne, zwischen die Tür geklemmt. Und jetzt kommt die da nicht mehr raus. Und alle anderen müssen weiter Mathearbeit schreiben. Ich wünsche euch noch viel Spaß, ihr Loser. Okay, Leute. Wenn ihr mehr Bock auf Roblox habt, lasst mir schon mal einen fetten Daumen nach oben da. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Und ich würde sagen, wir gucken jetzt direkt, dass wir hier vor Mrs. Pickle entkommen. Denn ihr seht, oh mein Gott, Bro. Diese Schule ist geisteskrank. Guckt mir, die sind so richtig krasse Hindernisse. Die hat Mrs. Pickle extra hier hingemacht, dass wir nicht ausbrechen können. Aber jetzt ganz kurz, bevor wir weiter ausbrechen, Leute, möchte ich euch ganz kurz ankündigen, dass es auch jetzt den Roblox-Ausbruch für zu Hause gibt. Denn ihr alle könnt ab sofort mein eigenes Roblox-Buch vorbestellen. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Und darüber könnt ihr euch das Buch vorbestellen. Dabei handelt es sich um eine richtig coole Roblox-Ausbruch-Story. Und zwar ist das Ganze ein wenig an das Barry-Gefängnis angelehnt. Und zwar heißt mein Buch Ausbruch von Castle Island. So ist das Gefängnis, in welches ich da eingesperrt wurde. Und wenn ihr jetzt mal auf das Buch haben solltet, checkt auf jeden Fall den ersten Link in der Videobeschreibung aus. Denn darüber könnt ihr euch das Buch jetzt schon vorbestellen. Deswegen, Leute, checkt es unbedingt ab. Und jetzt würde ich sagen, brechen wir weiter hier aus der Schule aus. Und ich denke, Leute, ihr alle kennt ja Mr. Pickle. Das ist ja ein richtig krasser, böser Lehrer von Roblox. Da haben wir ja schon ganz oft Ausbrüche von gemacht. Ich blende euch ganz kurz hier ein. Und das Ding ist, Leute, Mrs. Pickle ist quasi die Frau von Mr. Pickle. Und was wird der Fettkopf jetzt für mich? Junge, was ist mit dir los? Leute, ich glaube, das ist der Schulmobber. Was? Der will sich mir einkacken. Ey, Bro, geh beiseite, ich muss ausbrechen. Junge, der ist echt komisch am Lachen, Leute. Don't worry about this bathroom, buddy. I'm sure there's das another Ding ist, one der blockiert halt die Toilette, Leute. Und ich muss auf die Toilette, um auszubrechen. Okay, also ich glaube, durch die Toiletten kommen wir nicht durch, Leute. Ich glaube, wir müssen jetzt hier lang laufen. Egal, guck mal, hier sind richtig krasse Pümpel, die runterkommen. Schnell durch, Mann. Aber ich sag euch ehrlich, diese neue Schule sieht schon krass aus, Leute. Also ich finde die optisch richtig cool gemacht, auf jeden Fall. Solange wir hier nicht von den riesen Pümpeln erschlagen werden. Oh Mann, Leute. Ansonsten schreibt mir mal in die Kommentare, welches Roblox-Spiel wir als nächstes spielen sollen. Und ich würde sagen, wir gucken. Aber jetzt sag mal, warum ist hier ein Kackhaufen mitten auf dem Weg, Mann? Wer hat hier hingekackt? Wart ihr das etwa? Nee. Okay, ich glaube nicht, dass die Mädchen das waren, Leute. Egal. Wir dürfen den Schleim hier nicht berühren. Ich breche jetzt aus. Hey, Leute, was meint ihr? Ist das Rotze von Mrs. Pickle, Leute? Meint ihr, die hat hier hingerotzt? Ich weiß nicht. Ich muss ehrlich sagen, ich habe ein bisschen Angst vor Mrs. Pickle, weil ihr Mann, Mr. Pickle ist schon sehr komisch. Aber Mrs. Pickle! Ich bin der Meinung, Mathe-Lehrerinnen sind immer noch mal ein bisschen fieser als Mathe-Lehrer, Leute. Sag ich euch ehrlich. Was ist hier los? Guck mal. Hier tropft das Wasser von der Decke. Oh Mann, ich glaube, wir dürfen jetzt nicht ins Wasser fallen. Ich kann nicht schwimmen, Leute. Weil das Ding ist, ich glaube, wir ertrinken, Leute. In meinem Schulrucksack sind so viele Mathebücher drin. Die sind 50 Kilo schwer. Ich ertrinke direkt, wenn ich ins Wasser falle. Ich sage euch ehrlich, Leute. Oh Mann. Okay, nicht ins Wasser fallen. Okay, muss ich hier drüben lang? Ja, wo geht's hier lang? Oder muss ich da lang? Ey, welcher Weg ist denn der richtige jetzt? Ich weiß es gar nicht, Leute. Sollen wir einfach hier lang gehen, Leute?
Do you not trust me or something? This is really telling. Hier ist ja gar nichts, bis auf einen riesengroßer Kackhaufen. Junge, wer kackt denn hier alles voll? Bro. Ey, das erinnert mich gerade irgendwie auch an die Grundschule. Da gab es auch immer einen. Ich weiß nicht, auch wenn das absolut nicht cool ist, aber einer muss doch immer irgendwo hinkacken. In Papierkorb oder auf die Klobrille. Immer hat irgendwo einer hingekackt. Ich sage euch ehrlich, das ist nicht cool, Leute. Macht es nicht. Das ist wirklich nicht cool. Ansonsten, was ist das hier? Warum ist hier alles abgesperrt, Mann? Ich will ausbrechen. Okay, ich glaube, wir müssen jetzt hier irgendwie durch so eine Turnhalle oder sowas durch, oder? Ist das die Turnhalle? Im Verstecken. Oh, da kommt eine riesen Klopapierrolle gerollt. Okay, das habe ich auch immer gemacht, Leute. Immer so Klopapierrollen rumgeschmissen. Aber das ist nicht cool. Macht das nicht nach. Ja, da gibt es Ärger. Oh, Mann. Ich glaube, da wirft gerade einer von oben so Klopapierrollen runter, Leute. Oh, Mann. Ey, die kommen von da oben runter. Guckt, von da. Schnell verstecken. Okay, und? Was ist raus hier? Ey, Bro, wir können ja zusammen ausbrechen. Ich glaube, der ist cool, oder? Hörst du mich? Hallo? Nein, wir können ihn pranken, Leute. Was ist das hier? Oh nein, sag nicht, es gibt hier etwa... Oh. Nein, also ich will natürlich hier niemanden pranken, Leute. Das wäre natürlich richtig ehrenlos, wenn man jetzt jemanden pranken würde. Ich würde das nur zu meiner eigenen Sicherheit kaufen, okay? Hm. Was ist damit wohl auf sich? Wir werden es gleich testen, Leute. Jetzt müssen wir erstmal gucken. Oh, aua! Watch your step. Oh, 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 aua! Ey, wo bin ich gelandet? Lass mal rausschauen, was ist da los, Mann? Oh mein Gott, was ist denn hier los? Leute, hier draußen ist richtig Party, Mann. Hey, es ist, glaube ich, gerade so Sportfest oder sowas, Leute. Guck mal, die rennen da alle so und die Mädchen feuern die an. Boah, guck mal, richtig coole Mädchen hier am Start. Hört ihr mich? Hallo? Ich glaube, die hören mich nicht, Leute. Wir müssen hier erst ein bisschen was zeigen. Zeigen, was wir drauf fahren. Wir müssen jetzt hier so Hürdenlauf machen. Okay, komm. Let's go. Oh, bam. Okay, nicht in die Kackhaufen reindrehen, Leute. Zack, easy peasy und hier lang. Und zack, zack, zack. Und geht's euch gut, Jungs, Mädchen? Leute, hier liegen so Leute im Sand. Egal. Boing, 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 boing. Bruder, oh mein Gott. Habt ihr gehört, wie die geschrien haben? Die sind einfach jetzt im Sand abgetaucht. Oh Mann. Ey, aber warum ist, Digga, warum ist die Map so cool, Leute? Hä? Was ist das für eine coole Map? Die sieht richtig krass aus. Die sieht richtig professionell gemacht hier alles. Okay, gehen wir jetzt hier lang, Leute, oder gehen wir da lang? Ich will die Rutsche rutschen. Joing, ich bin so fett. Mann, ich wollte einmal eine Rutsche rutschen und ich bin so fett einfach. Egal, Leute. Ja, wir müssen jetzt, glaube ich, hier durch dieses Fußballfeld durchlaufen. Ey, aber die rammen mich bestimmt alle rüber. Egal. Guck mal, Mädchen, ich kann das auch hier. Guckt. Die feuern mich an, Leute. Guckt, wie die mich anfeuern. Egal. Person Nummer 2. Oh. Okay, Leute. Wir dürfen hier nicht weggerammt werden von diesen Leuten da. Ich krieg das auch hin. Guckt mir zu. Easy peasy. Okay, nicht wegrammen. Ey, entspannt euch. Ey, Leute, wir dürfen nicht von denen berührt werden. Okay, hier lang. Oh Mann, schnell hier durch, Leute. Oh mein Gott, ich komme richtig fetter. Oh mein Gott. Das war knapp, Leute. Okay. Oh, guck mal, hier richtig coole Stadt hier. Guck mal. Hier sind die Parkplätze. Ey, mein Auto wird abgeschleppt. Egal, Leute. Ich glaube, in dem Auto können wir nicht abhauen. Das wird abgeschleppt. Wir müssen jetzt hier lang. Und hier ist schon wieder alles vollgekackt, Junge. Leute. Junge, wer kackt hier mal alles voll, Bro? Was soll das? Hör auf damit, das stinkt, Mann. Wir müssen jetzt hier, glaube ich, durch die... Über die Mülleimer drüber oder so. Okay, einmal hier hoch. Zack, zack. Bam. Oh mein Gott. Ey, Leute, ich glaube, wir sind gut dabei. Wir sind dabei, auszubrechen. Gut so. Okay. Ey, ich glaube, da vorne könnte der Ausgang sein, Leute. Okay, jetzt keine Zeit verlieren. Wenn jemand kommt, ich box euch weg hier mit meinem Boxhandschuh. Oh, okay, aber ich glaube, muss ich lang, soll ich da reingehen? Irgendwas stimmt da nicht. Ah! Oh Mann, was war das denn? Vielleicht da rein? Oh, okay, Leute, lasst uns mal hier reinschauen. Was ist denn hier los? Boah, ich glaube, hier wird gerade Sportfest oder sowas gefeiert. Guck mal, wir machen da richtig gerade so Training oder sowas. Hä? Okay, das ist krass, Leute. Meine, ich kann mich hier so durchschleichen? Ich will alles voller Kackhaufen. Egal, ich schleiche mich hier durch. Oh Mann, nicht von den Kackhaufen getroffen werden. Okay.
Schnell durch, zack, zack, zack. Oh Mann, warum ist wieder alles am Stinken, Mann? Hey Leute, was ist hier los? Warum ist hier alles vollgekackt? Was soll das? Okay, jetzt hier lang. Okay, nicht runterfallen. Bam, komm schon. Nicht in die Kacke reinfallen. Oder was es auch immer ist, sieht ein bisschen nach Rotze aus oder sowas. Das ist beides eklig. Okay. Was ist das? Ist das der Mattenwagen? Leute, der Mattenwagen rollt hier rum. Oh Mann. Immer den Mattewagen klauen, Leute. Wer kennt's nicht? Jetzt nicht von den Kackhaufen getroffen werden. Okay, lass kurz zugucken. Was machen die da unten? Ich glaube, die spielen Basketball oder sowas, Leute, ne? Ich glaube, wir machen jetzt einen Abgang. Tschüss! Joink! Oh mein Gott, Leute. Okay. Jetzt schnell hier durch. Zack, zack, zack. Nicht die Kackhaufen berühren. Es stinkt. Ab nach unten jetzt hier. Bam. Okay, wo sind wir jetzt, Leute? Guck mal, ist irgendwie hier oben oder sowas. Hier ist wieder abgesperrt. Wir müssen hier lang. Wir dürfen hier nicht runtergepustet werden. Hier ist ein Ventilator, Leute. Schaut. Oh Mann. Wie soll ich hier durchkommen? Jetzt schnell. Renn. Okay, das war knapp. Ey, wir müssen immer warten, bis der Ventilator kurz drüben ist. Und jetzt müssen wir loslaufen. Oh Mann. Okay, kurz warten. Loslaufen. Oh. Okay, wieder kurz warten, Leute, dass wir nicht runtergepustet werden. Wenn wir jetzt hier reingepustet werden, lachen uns alle aus, wenn wir unten auf dem Boden landen. Ich sage euch ehrlich. Okay, das hätten wir, Leute. Jetzt schnell hier drüber springen. Boing. Oh, it's coming. Oh, warte mal, Leute. Irgendwas stimmt mit dem Sportlehrer nicht. Get out of my way. Ich hab hier muss auf Toilette. Ey, bitte nicht alles voll kacken. Nein! Oh Mann, das stinkt aber richtig. Oh Mann, ich will doch nur nach Hause. Digga, Leute, der Sportlehrer hat alles vollgeschissen, Bro. Schnell raus hier, Leute. Wir brechen euch den Lüftungsschacht aus hier. Zack, auf das Teil und jetzt ab nach draußen. Digga, was geht hier ab, Alter? Hier wird einfach alles vollgekackt die ganze Zeit. Digga, ich sage ehrlich, Leute, das ist nicht normal, was hier passiert. Okay, jetzt immer dem Pfeilen folgen. Hauptsache raus hier. Digga, das ist nicht normal, was passiert hier, Leute. Oh Mann. Oh nein, ich bin im Müll gelandet, Leute. Bah, warum stinkt hier alles? Warte mal, das ist die Cafeteria hier, Leute. Hier gibt's immer das eklige Essen. Hier ist wieder so ein Kackhaufen. Ey, Leute, aber der Omi ist echt cool gemacht, muss ich sagen. Aber guck mal, hier ist wieder überall so Rotze oder sowas. Was ist das? Wir dürfen auf keinen Fall reinfallen, Leute. Okay, so, ab nach draußen. Macht das Teil auf hier. Warte mal, was geht hier vor sich? Oh Mann, das ist die Cafeteria. Was geht denn hier ab? Oh Mann. Ich glaube, wir müssen da runter. Wieder so Cutscene kurz machen. Du hast Chat, Paul. Okay, ohne Kamera, da geht's so. Okay, dann schauen wir mal, Leute. Wir müssen jetzt irgendwie versuchen, dass wir hier rauskommen. Und ich glaube, wir dürfen hier auf keinen Fall runterfallen. Weil hier ist schon so viel Essen vergammelt. Die Pflanzen sind schon lebendig geworden, so wie es aussieht. Okay. Wir dürfen auch nicht von diesen komischen Kraken hier berührt werden. Was geht hier ab? Das ist die komischste Schule, die ich je gesehen habe. Digga, also hier gehen wirklich ganz komische Sachen vor sich. Also, Mrs. Pickle, deine Schule ist echt ein Haufen voller Kacke. Wortwörtlich, hier ist ja wirklich alles voll mit Kacke. Okay, jetzt ab nach unten hier, komm. Lass mich raus hier! That's weird. Okay. I mean, I'd be mad too if I was brought here to be eaten by a bunch of booger kids. Okay, wo kann ich jetzt hier raus, Leute? Don't deny it either. Hier lang oder so, glaub ich, ne? I know you eat boogers. Okay, hier lang, zack, zack, zack. Jetzt nicht runterfallen, einmal hier drüber, zack, zack, zack. Okay, schnell hier lang. Oh Mann, nicht vom Messer getroffen werden. Oh mein Gott, hier kommt so ein Messer runter. Bro! Warte! Was geht hier vor sich? Wo muss ich lang? Ich habe keine Ahnung. Muss ich hier lang? Aua! Bro! Diese Schule ist geisteskrank. Bro! Okay, hier lang, Leute. Und jetzt hier rüber. Bro, diese Schule ist ja geisteskrank. Was geht hier vor sich? Oh Mann. Hä? Warte mal, was geht denn jetzt ab? Hey! Hey, lass mich rein! Was ist jetzt los? Hey! Oh Mann. Ich will doch nur raus hier. Was soll ich machen? Hey Leute, dieser Tintenfisch oder so hat hier diese Tür zugemacht. Wir müssen hier lang jetzt, glaube ich. Junge, was ein Blödmann.
Immer müssen die meine Wege versperren, Junge. Okay, wo bin ich hier gelandet? Das sind, glaube ich, die Spinde oder sowas, Leute. Hallo, jemand zu Hause? Come. Ich will gerne raus hier. Take a seat. No need to explain why you're here. Ich bin hier, weil ich traurig bin. You're ja, also, was soll ich sagen? Ich will ausbrechen, aber irgendwie... When I was younger, I went through a similar event. After countless trials and errors, weiß ich auch nicht. I gave up on finding an available restroom. Alles scheint so, als wäre es ein Traum, aber irgendwie auch nicht. Even to this day, I regret it. The whole school saw me poop on that gym floor. Oh, man. Only I hadn't given up so soon. Ja, niemals aufgeben. There was one more restroom down the hall. Succeed where I failed. Ja. All my hopes and dreams. Ja. I leave them to you. Ja. Ja, jetzt hat alles einen Sinn. Danke, Herr Doktor. Sie haben mir geholfen. Und jetzt verpissen Sie sich, Sie Blödmann. Aber der mich voll mit hier, da, alles hat einen Sinn, gar nichts hat einen Sinn, Bro. Ich werde hier komplett verarscht, Junge. Okay, ist das schau, dass wir hier rauskommen. Was zur Hölle? Nein! Oh Mann, Leute, das wird auf jeden Fall noch ein längerer Weg. Aber okay, ich gebe mein Bestes, hier auszubrechen aus der Schule von... Mrs. Pickle! Bro, ich wurde runtergepustet! Warum immer ich, Junge? Warum immer ich? Ich will nur raus hier! Okay, Leute. Jetzt müssen wir schauen, dass wir nicht von den riesen Kackhaufen erwischt werden. Oh mein Gott, Junge. Bro, kann mir jemand erklären, wo mir alles voll mit Kackhaufen ist? Leute, ich verstehe das nicht. Warum ist hier immer alles voll mit riesen Kackhaufen? Aber wir haben es geschafft. Okay, jetzt nicht von den Mattenwagen getroffen werden. Nicht von den Mattenwagen getroffen werden, Leute. Ihr wisst, die Mattenwagen, die sind verboten. Keiner darf die berühren, Leute. Ihr wisst das. Okay, jetzt schnell hier drüber. Nicht reinfallen. Danke. Boing. Bruder, diese Schule von Mrs. Pickle macht mich fertig, Leute. Meint ihr eigentlich, es gibt einen Endboss-Fight? Wenn ja, ich sage euch eins. Ich werde Mrs. Pickle komplett vermöbeln. Die wird noch sehen, was sie davon hat, Leute. Ich sage euch ehrlich. Und jetzt schnell raus hier, nicht die Kack... Ey, why doesn't someone clean this up? Immer diese ekligen Kackhaufen. Ey! Junge, diese Kackhaufen machen mich verrückt, Leute, ich sag's dir ehrlich. Was zum Hänger geht hier vor sich? Okay, komm schon hier lang, zack, zack, einmal drüber, bam, 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 bam. Okay, endlich haben wir es geschafft. No skipping class! Leute, Mrs. Pickle! Habt ihr gesagt, ich werde dich kriegen, du Blödmann! Ey, aber Mrs. Pickle, sie hört sich schon ein bisschen entspannt. Ich hab sie einfach mit der Pippe abgeworfen. Ich hab ihnen doch gesagt, ich will ausbrechen. Das gibt 500 Nachsitzstunden, du Blödmann. Ich werde definitiv nicht nachsitzen, Mrs. Pickle. Und jetzt machen sie den Abgang. Oh mein Gott, sie wirft mich einfach ab. Sie wissen schon, dass das illegal ist, Schüler zu verletzen. Nimm das jetzt, du dumme Tante. Ja! Okay. Hey, es ist einfach ein riesen Kackhaufen auf sie draufgefallen. So kann man das auch klären. Okay, lass mal schauen jetzt. Ich höre jetzt den Ausgang finden. Wo ist der Ausgang? Hallo? Wo ist der Ausgang? Oh, ist das der Ausgang? Benutze die Toilette. Okay, also das hat echt gut getan, Leute. Man muss das auch mal rauslassen, ne? Aber, wo ist der Ausgang? Was ist? Hände waschen nicht vergessen? Und so wie es aussieht, Leute, schaut mal oben auf das Toilettenpapier. Hier, da, da bin ich. Ich glaube, wir sind tatsächlich am Ende angekommen, Leute. Also, ich glaube, das ist das Ende. Ich bin zwar immer noch nicht ausgebrochen. Also, das wird anscheinend noch ein längeres Ding. Aber, scheint so, als hätten wir es geschafft.
Oh Mann, Leute, wir sind Mrs. Pickle in Roblox entkommen. Und ich würde sagen, Leute, wenn euch das heutige Video gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall einen richtig fetten Daumen nach oben dafür da. Vergesst nicht zu abonnieren. Schreibt alle in die Kommentare, welches Roblox-Spiel ich als nächstes spielen soll. Und ansonsten checkt unbedingt noch eins dieser beiden Videos hier ab. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns morgen zu einer neuen Folge, Leute. Bis dahin, ich bin raus. Ciao.